Normalerweise. Jenna hat ein Problem mit ihrem strippenden Puschelhäschen Mike. Ob sie ihm jetzt das Fell über die Öhrchen zieht oder dem braven Lämmchen den Bauch krault, wir werden es erfahren. Ja, also der Mike ist Tänzer. Mhm. Und ja, er flirtet halt gern mit anderen Frauen. Mhm. Was für Tänzer ist er denn? Gogo. Die Frage der Fragen. Geht er fremd? Das möchte ich heute wissen. Das werden wir klären. Mein nächster Gast ist der Mike. Herzlich willkommen. Frag dich jetzt auch einfach direkt auf den Punkt. Betrügst du? Nein, ich betrüge sie nicht. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Du willst es genau wissen, deswegen gucken wir uns einfach das Testergebnis an. Ja. Folgende Fragen an dich, Mike. Geht das Flirten auf der Arbeit immer nur von den Frauen aus und niemals von dir? Eine böse Frage. Du hast geantwortet mit ja, es sind die Frauen, die dich anmachen und nicht andersrum. Die Kardinalfrage, hast du Jenna in der Beziehung schon einmal sexuell betrogen? Geantwortet hast du mit ja? Nein, mein Scherz. Ich bin ja auch ein Miststück. Nein, hast du. Du hast natürlich gesagt, nein, du hast sie noch nicht betrogen, aber ob das auch stimmt, das ist natürlich jetzt das, worum es geht. Nein, sexuell betrogen hast du sie noch nie. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Der Test ist sowas von picobello gewesen. Ja. Ich würde sagen, Entschuldigung, mein Schatz, dass ich so misstrauisch war. Ja, ich glaube, das war meine Eifersucht war doch zu arg wahrscheinlich. Ja, du, ich denke auch, du solltest ihm... ja, genau. Oh, da haben sie sich wieder lieb. Jetzt wird's bei uns tierisch. Diese beiden Kampffans sind spitz wie Nachbarslumpi, aber wenn's um ihre Oberweiten geht, gehen sie ab wie Schmitzkatze. Kurze Pause, hey. Wartet mal einen Moment. Bevor ihr unterbelichteten Pappnasen auch nur einen Pieps von euch gibt, solltet ihr mal einen Blick in den Spiegel werfen. Falls es euch noch niemand gesagt hat, Neid macht hässlich. Die, die am lautesten schreien, sind entweder fett oder eine Gesichtsbaracke. Ach ja, du Spitzel! Du machst dir gerne Feinde, oder? Frauen sind grundsätzlich neidisch auf mich. Ich bin nun mal exhibitionistisch veranlagt und laufe auch gern mal oben ohne rum. Ist doch nicht mein Problem, wenn die Weiber alle keine Titten haben und mir die Kerle ständig hinterherklotzen. Wofür gibt's Silikon? Jonay bekommt gleich Verstärkung, denn Rachel verliert auch gern das ein oder andere Kleidungsstück. Hoffen wir, dass das heute nicht passiert. Hier ist Rachel! Was für ein Haufen. Geht es dir auch oft so, dass Frauen eifersüchtig auf dich sind? Absolut. Tatsächlich? Ja, ständig. Okay. Dabei mache ich gar nichts, ehrlich. Schon klar. Oh, bitte. In der Öffentlichkeit halbnackt rumzulaufen ist also nichts? Ja, genau. Bekommst du damit jeden Mann, den du willst? Logo, leider auch die, die ich nicht will. Das muss ja wirklich hart für dich sein. Tja. Oh, du Arme. Ja. Hast du einen Tipp für die Frauen da draußen? Klar, seid einfach so wie ich. Der Unterschied zwischen diesen Frauen hier und euch ist, kein Mann, der was auf sich hält, würde mit einer von euch was anfangen.
Oh, bitte, nein. Erzähl mir doch nichts. Definitiv, du wärst der Erste, der bei mir auf der Matte steht. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Typen wie du stehen bei mir Schlange. Oh ja. Aber weißt du was? Interessiert mich nicht. Ihr seid Frauen für eine Nacht und das auch nur, wenn man genug getrunken hat, um euer Gequatsche zu ertragen. Die Wahrheit tut auch weh. Tragt mit Fassung, Mädels. Okay. Ladies, viel wichtiger als große Oberleuchter ist ein knackiger Apfelpopo. Darauf fahren die Kerle wirklich ab. Deshalb habe ich mir meine Pobacken mit Silikongel aus der Apotheke aufgepimpt. Das ist echt der letzte Schrei. Diese Riesenbrüste sind doch alt. Also, ich finde, zu einer anständigen Frau gehören große Brüste. Bevor sie sich um die Implantate in ihren Pobacken kümmert, sollte sie sich lieber mal einen anständigen Vorbau zulegen. Warum? Männer stehen was auf sowas. Zu einem dicken Hintern kommst du auch durch Schokoladefutter. Das ist doch Quatsch. Tina, wie kommst du denn darauf, dass Silikonbrüste out sind? Naja, sie sehen einfach nicht natürlich aus. Männer mögen sowas nicht. Und der Trend geht eindeutig dahin, nicht mit zwei Wassermelonen unter dem Kinn rumzulaufen. Was soll Jonelle deiner Meinung nach tun? Erstmal raus mit dem Zeug. Wenn sie so weitermacht, platzt sie irgendwann mal. Die Kissen lassen sich doch wunderbar an anderer Stelle wieder einsetzen. Ich sag's euch, Leute, Arschpolster sind geil. Jonelle? Bin ich. Ich lass mir doch nicht die Hupen aufschneiden und das Zeug in meine Kiste verpflanzen. Du hast eine Frage? Also ganz ehrlich, ist es tatsächlich möglich, dass zwei so unterbelichtete Gestalten wie ihr frei rumlaufen dürfen? Ich sag nur, pimp my brain, das könnte helfen. Alles klar, und du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich würde keine 10 Minuten freiwillig mit dir in einem Raum verbringen. Also geh mir nicht auf den Zeiger. Ich stehe drauf, wie ich aussehe, und daran änderst du garantiert nicht. Also wird definitiv nichts aus dem Popo polstern? Nee, da lasse ich mir lieber obenrum noch mal eine Ladung verpassen. Girl, you know it's true. So schnell kann's gehen, da sind wir auch schon wieder zurück. Ja, welches Früchtchen wäre Ihnen denn lieber? Die unreife, zwar bissfest, aber noch nicht wirklich süß, oder eher dieses reife Exemplar? Nicht unbedingt appetitlich, aber geschmacklich ganz weit vorne. Schwere Entscheidung. Was würdest du sagen, wer ist sexier, junge Bunnies oder alte Hasen? Also ich sage mal, das sind bestimmt die Älteren, weil wir einfach wissen, denke ich mal, worauf es ankommt. Und wir können das besser genießen und sind vielleicht entspannter für alles. Würdest du sagen, dass du heute mehr Sexappeal hast als früher? Ja. Wie drückt sich das aus? Mir gefällt heute meine Figur besser wie mit 26. Ich bin gespannt, was Giovanni, mein nächster Gast, sagt. Denn er sagt ganz klar, für ihn sind für junge Frauen das Nonplusultra. Aber warum das so ist, das wollen wir natürlich wissen. Also begrüßt ihn, hier ist Giovanni. Muss das sein, so in dein Alter, dass du abgehst? Ist das toll? Hallo, ich bin 42 Jahre alt. Wie alt bist du? 25. Mit 25 habe ich mir das nicht getraut, was ich mir heute traue. Und heute schaue ich besser aus. Ich laufe nicht jeden Tag so rum, aber wenn ich fortgehe, dann gehe ich sofort. Toll. Ja, super, das wollte ich ja bloß hören. Also ja. Giovanni, du machst es nicht leiden, oder? Auf gar keinen Fall. So bis 25 ist schon okay. Und wenn ich irgendwie so einen Schwachsinn höre, dass die es nicht drauf haben oder so. Meine Ex-Freundin, die war auch 25. Ja. Und die hat mich weggepimpert, weißt du? Konnte mit 25 auch wegpimpern bis in die Ewigkeit. Aber hallo, ja, jetzt schau aber auf Qualität. Meine Ex-Freundin hatte auch Qualität, die war super, glaub mir. Schämst du dich kein bisschen? Nee, weil weißt du was, das sag ich dir jetzt gleich mal was. Mein Sohn ist 17 Jahre alt und der ist stolz drauf, mit mir in die Disco zu gehen. Dann sagen die zu ihm, wer war denn das? Mit was für einer Tussi bist denn da gelaufen, Roberto? Dann sagt er, das war meine Mutter. Also echt? Ach so. Das, was ihr Jungs da redet, ich kann nicht mehr sagen, ja, lass hin vom Himmel regnen, weil das ist so ein Schwachsinn.
Mit 25 habe ich noch genauso gesagt. Aber wenn ihr älter werdet, ist ganz einfach so. Es macht einfach mehr Spaß. Und mit 25 klappt ja was zu sagen. Du hast 25-Jährige gehabt. Ich habe mal 20-Jähriges Küchen gehabt. Aber ich habe keine Lust. Hast du jemals eine 25-Jährige gehabt? Ich habe mal, stell dir mal vor, die 25 geheiratet. Also von meine Frau 25. Du hast keine Ahnung. Du kannst nicht, du kannst nur Scheiße labern und klug reden. Und mir hast du nicht auf der Pfanne. Mit 25, da machst du kein Nickel, nur mal rein, da hast du